Ja, tatsächlich war es auch so, dass die Taktik von mir, Artillerie einzuholen, nicht die klügste war. Die ist ja am effizientesten gegen Infanterie. Ich hätte dich am Anfang schneller mit den Lufteinheiten unterstützen sollen. Das hat ganz gut funktioniert. Und da sieht man halt auch mal in unserem Zusammenspiel, wie wichtig das war in diesen Multiplayer-Kampagnen. Und entsprechend war das halt auch, wenn man heute von toxischen Gemeinschaften spricht, hart in Multiplayer reinzukommen. Gerade die Leute, die von Anfang an dabei waren und später dazu kamen, die haben sich viel, viel Schlimmes anhören dürfen und wurden auch rausgebannt dann aus den Partien, weil es halt so sehr auf das Talent ankam. Und Clans spielten dann halt auch eine große Rolle. Sogar ich, Wollt der. ihr bei den Rollen bleiben oder wollt ihr Rollen tauschen? Wir können gerne mal wieder die Sowjets. Die kommen dann von Ich Süden, glaube, jetzt glaube sind jetzt die Bots drin. Oder ich. Achso, okay. Nö, ich lass kann auch die uns. Bots, ich kann die Bots da raushauen. Ich kann aber nur drei harte Bots machen. Vielleicht war das einfach zu doll gerade. Ne, vielleicht waren wir einfach zu doof. Wir brauchen eine Herausforderung. Wir Wir waren ja sind ja gar nicht so vielleicht auch ein schlecht am Ende. bisschen besser geworden, ne? Ja, habe Fand ich ich. auch den Also wir haben Eindruck. uns ein bisschen reingefuchst jetzt zum Schluss. Ja, weil wir tatsächlich nicht mehr einzelne Missionen dann gemacht haben, sozusagen, sondern uns untereinander koordiniert haben. Das ist schon Ich mach wichtig, das hier mal nur drei und dann machen wir Sowjets. Sind die. okay. Okay. Ich nehme dann wieder die Panzer. Ich habe mich da jetzt auch ein bisschen dran Gut, gewöhnt. und ich steige gleich von Anfang an ein bei dir mit Ja, dann steige ich Luftabwehr. auch dort ein. Genau. Und einem So, zwei Reparierfahrzeug. schwere. Wir schicken Ihnen neue Einheiten. Wir schicken. Machen Sie Oh, die sich Karte habe bereit. ich Bleibe ich geliebt. bei Infanterie. Das war ja auch eine der schönsten Infanteriekarten hier, weil man dieses große Forschungsgebäude hier oben hat, was man gut sichern konnte. Dahinter diese Hügelkette. Und obendrauf ja auch nochmal einen Punkt hatte. Man kann sogar, glaube ich, den Turm, genau, den Schornstein besetzen. Das Ihre ist für einen neuen Sniper Einheiten ideal. wurden abgesetzt. Das hat Spaß gemacht. Das war eine tolle Karte. Das ist ja auch eine Karte, also viele der Karten sind ja auch aus der Singleplayer-Kampagne. Also an Kontrolle diese einer hier kann ich Fernbedienung mich auch noch auf erinnern, Position. dass die auch Teil einer Mission waren. Und ich muss sagen, so von dem atmosphärischen, von diesem diesigen, abgesehen davon, dass die Texturen nicht mehr taufrisch sind, ist das schon noch ein beeindruckendes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Wo bist du denn mit deinem Panzerchen? Jetzt bist du ja doch auf der südlichen Seite. Eben Ich warst du dachte, noch. da hast du dich doch aufgestellt, oder nicht? Da Diese. warst du mir eben noch angezeigt worden. Da habe ich gedacht, ach guck mal, dann stelle ich mich auch dahin. Wir Und sind du ja, wir sind ja, wir sind ja besser geworden, ne? Ja, super. Dann ziehe ich mich mal gleich zurück. Das hat ja keinen Zweck, wenn ich da alleine Ich stehe. gehe zu dem Forschungszentrum. Soll ich dir da eine Luftabwehr mit hinstellen? Bringe schwere Flak zu neuen Koordinaten. Markiert Bleib mal da trotzdem unten, nochmal ich komme grün, dann hoch. kriegen wir die Punkte. Ich komme dir jetzt einfach mal entgegen, Nico. Oh, da sind schon Siehst du, da kommt nämlich Feindeinheiten. Kriegst du schon Artillerie. Ja. Gut, dass ich wieder wegfahre. Ach, da kommt auch Aria. Die KI ist aber echt eine Schweinebande, Ach, ey. jetzt kommst du da auch rumgefahren. Ja, Okay. genau. Ich dachte ja, bleib unten, ich komme zu dir hin. Die sind ja schneller als die trägen Panzer. Aber du hast dich ja zurückgezogen und jetzt kannst du ja schön da nochmal die Feindeinheiten behaken. In der Schweren Mitte. Panzer, ja gut, das sind überall Gegner. Der Feind kontrolliert den Strand. Sind das unsere Fallschirmjäger oder? Die hinter dir runterkommen? Markus? Ja. Okay, Gott sei Dank. So, könnt ihr jetzt mal den Typen endlich mal aufdecken hier? Das ist ja wohl eine Frechheit. So, ich fahre mal hier ein paar mit. Au! Napalm oder was? Irgendwas, was Bumm macht. Ich hätte jetzt auch nichts zur Aufklärung. Ich habe ja jetzt die andere. Also Sniper sind gut zum Aufklären natürlich oder halt auch eine Lufteinheit wie ein Wenn ihr kleiner irgendwo Heli. Aufklärung braucht, sagt Bescheid. Ich bin gerade so ein bisschen bei dem Forschungszentrum am Machen, aber ich kann auch gerne zu euch kommen. Ich lege mal Aufklärung hier auf den nächsten Punkt hinter uns, weiß ich, Ari, Norden. Ari, Ari. Ich sehe die Ari, ich würde sie gerne markieren können, aber ich habe die Tastatur falsch belegt. Ich weiß auch nicht. Ist nichts, okay. Also sensationell finde ich immer noch diese frei bewegliche Kamera. Das ist das, was ich am meisten an Ja. anderen Strategiespielen vermisse. Auf jeden Fall, ne? So, So, jetzt wenn haben wir wir das. diesen Punkt hier gleich befestigt haben, gehen wir dann zu diesem komischen Einkaufsgebäude hier, was hier nordöstlich liegt. Ja, würde ich sagen. Ich Das ist folge ja dir. Nordosten, ne? Ja. Supermarkt, okay, dann braucht ihr aber Infanterie auf der Ecke irgendwie, dass ich aufkläre. Noch relativ weit hinten. Oh, Ari im Wald. Geh vom Kreis.
Ja, ich habe schon den Befehl gegeben, aber die reagieren nicht sofort. Die greifen gerade bei mir jetzt an, das, nee, das ist korrekt. Nee. Denkt auch an den Nebel, ne? Ja. Jetzt fahren die da. Ja, aber. Also die Steuerung ist noch ein bisschen struggleig bei mir, muss ich sagen. Das kriege ich noch nicht hin. Ja, aber es ist ja eine Übungsfrage. Im Fleisch und Blut übergegangen. Ja, das glaube ich. Jetzt haben wir hier super viel Schaden kassiert. Ich bräuchte gleich mit dem einen auf jeden Fall Reparatur, wenn es nicht zu spät ist. Die greifen gerade bei uns unten an. Kann ich gerade nicht reagieren? Sind so ein bisschen zu. Wir sind ein bisschen zu sehr zu blobbig. Wir haben ab und zu mal ein paar Panzer verteilt. Naja, ich habe versucht, Sebastian zu stützen, indem ich die. Ja, das war auch ganz gut. So, lass uns mal ein bisschen vorrücken, damit wir da. Der Wald muss gesäubert werden, da ist auch eine Ari drin. Ja. Ich habe nur leider nicht genug Punkte, um da rein zu Napalm. Napalm sorgt halt auch für bessere. Aus dem Napalm. Kannst meinen schweren Panzer nochmal reparieren, ne? Ja. Achtung, Gegenangriff. Ja. Ich zieh mich zurück. Der Flak. Noch ein bisschen mehr. Du müsstest ja eigentlich. Oh, dankeschön. Markus macht uns den Wald klar. Wir haben den Fernsehsender erobert. Ich musste aber weg, da ist eine Panzerabwehrstellung. Puh, der andere braucht auch wieder Reparatur. Ja, wir machen doch die Sache ganz gut. Willst du den schweren repariert haben oder den kleinen? Der kleine geht schneller. Den schweren bitte, weil der hat schon so viel runter. Boah, gut, dass wir da weg sind. Guck mal, der hat schon wieder eine Warthog geschickt. Das geht ganz fix, ne? Ja, also die KI ist bemerkenswert gut. Na gut, die haben jetzt auch 10 Jahre daran gefeilt. Soll ich warum irgendwo eine Ari hinstellen? Du musst diese Panzerabwehrstellung da beseitigen, die macht dir das Leben schwer mit den Panzern. Ich komm mal reparieren. Doch eine normale Abwehrstellung, keine Panzerabwehr. Doch, doch, das, wenn da so ein Helm ist mit einem. Okay, ich dachte, das wäre dieses andere Symbol, aber ich vertue mich vielleicht wahrscheinlich. Vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. Ja, auf jeden Fall noch nicht so richtig. Du musst auch ein bisschen. Ich bräuchte irgendwie einen Panzer oder sowas an der beim Science Zentrum. Kann einen abwerfen sonst, glaube ich. Beim Science Zentrum. Aber das ist schon reicht, weil da ist relativ viel einfach so echte Truppen. Schicke ich dir. Muss mir nur warnen, weil ich mit der Aufmerksamkeit woanders bin, ne? Alles gut. Und Bastian, du musst ein bisschen auf mich aufpassen, weil wenn du deine Panzer vorziehst, dann zieht mein Reparierfahrzeug hinterher. Ja, okay. Oh nein, jetzt zieht es nicht mehr. Panzer von hinten. Oh Gott, von hinten auch noch. Shit. Ja, da ist seine Nachschublinie. Wir sollten uns vielleicht erst um die Mitte kümmern, da steht nämlich eine angeknapste. Oh. Ihr überdehnt ein bisschen über die Flanke, das ist das Problem, glaube ich. Ja, genau, das meine ich. Wir sind jetzt gerade sowieso down. Wir sind jetzt gerade sowieso down. Oh, nicht der schöne Sternepanzer, den du da hast. Jo, einer ist noch da, der Rest ist weg. Zieh ihn durch die Seitenstraße zurück. Das ist so geil, jetzt habe ich Luftabwehr und jetzt kommt er nicht mit einem Hubschrauber, die Sau. Kann sein, dass es gar kein Airboard gibt, ne, weil es nur drei sind. Ja, das meine ich ja. Aber hätte ich das nicht gemacht, nur dann bin ich ja ziemlich nutzlos. Ach Mensch, Panzer, willst du dich jetzt wohl mal drehen? Meine Güte. Komm, wir ziehen uns zurück zu Markus, der kann uns mit ein bisschen schützen. Oh, ich verliere. Dann muss ich ja schon wieder mein Heck hier zeigen. Oh, nee, Artillerie. Es gibt ja diese Tastenfunktion rückwärts fahren. Das ist, das wo ist sie in denn? Der zweiten Reihe, das zweite von links. Ah, bei mir ist okay. Das R. Aber bei dir müsste es eine andere Taste sein. Ich benutze immer R für Retreat. Umschalt N. Sehr convenient. Nicht. So, da rein. Oben auf dem Berg funktioniert es ganz gut gerade. Ich könnte noch einen Transporter, das ist nur ein Transporter leider. Ich hole mir erstmal Verstärkungspanzer. Ich mache hier nochmal Napalm weg. Ich bräuchte gleich auf jeden Fall irgendwas mit Reparatur, sonst leben die nicht mehr lange. Ich hole Reparatur. Okay. Verstärkung ist unterwegs. Verstärkung unterwegs, so. Genau, Nico, kannst du deine angeschlagene Enter-Air ein bisschen in den Kreis stellen, damit er schneller taggt? Ich habe sie gerade rausgezogen, weil er hingeschossen hat. Achso, nicht gesehen. Wir haben am Strand auch ein Problem. Die kommen mit Infanterie da.
Aber ich traue mich jetzt nicht mit den angeschlagenen Einheiten da rein. Let's Play ist, wie gesagt, gerade, er fragt sich gerade, wie es aussehen würde, wenn wir zusammen Steel Division spielen würden. Soll den, das denn heißen? Den ersten oder? Ich glaube, sie haben kein Zutrauen zu uns. Ich glaube aber auch, ja, das sind ja Zweifel, höre ich daraus. Aber tatsächlich ist die Frage, meinst du Steel Division 44 oder den zweiten? Beim zweiten mache ich mir Sorgen wegen der Ari, aber der erste ist ja mehr bodengebunden. Der hat mir viel, also mehr Spaß die Wegpunktfindung ist aber manchmal auch ein bisschen strange. Jetzt fahren die da über den Hügel rum. Warum? Oh. Ja, das war mein schwerer Panzer. Ja, das war auch gleichzeitig die Stellung. Jan. Oh, alter Schwede. Oh. Das ist ja krass. Außerdem haben wir ja zusammen schon mal Steel Division gespielt, Jan. Wo sind meine Einheiten? Wieso sind die da gelandet? So, ich komme wohin jetzt? Oh, ich habe repariert. Da ist ein Ari für dich. Gefundenes Fressen da hinten. Kriegen die nicht richtig hin. Nee, zu spät. Too late. Jetzt finden sie wieder den Weg nicht richtig. Doch, da können sie doch jetzt hinfallen, oder nicht? Man macht den doch mal platt, Mensch. Kann ich irgendwo helfen? Hallo. Also manchmal... Ja, mit Reparatur wäre ganz gut irgendwie. So. Ja, die Reparatur ist... Dahin. Ist ja angekommen, ja, und wurde auch schon wieder beschädigt, weil ich hatte auf dich hier gewartet und jetzt sind die Panzer da. Oh nein, 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 ich krieg den Bomben auf den Kopf. Oh. Und Blue 82B wurde abgeworfen, auf Wiedersehen. Krass, oder? Da steigt die Rauchwolke auf. Um und als wäre das nicht schon frech genug, schickt er uns noch eine Ari hinterher. Oh Mann. Soll ich die Reparierung schicken? Reparier runterschicken? Reparatur, ja, kannst du schicken. Reparierung, ja. Ich habe ja auch noch eine Notfallreparatur, vielleicht macht die es ein bisschen schneller. Verdammt nochmal, dass die das immer sehen, wo man ist. Das ist schon echt fies, weil man muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Das ist mit Micromanagement ganz schön schwer zu koordinieren. Aber ich glaube, das ist, was auch gemeint war mit Steel Division. Mit der, meintest du das, Markus? Mit der Ari, die einen sofort sieht. Oh nein, wir kriegen Artillerie auf den Kopf. Ja, ja, also vor allem in generell ist Artillerie einfach ein sehr aggressives Ding. In Wargame fast mehr als Steel Division. Uns fehlt es irgendwie an Aufklärung, leider. Oh! Irgendwas hat mich da hinten auch beschossen. Ich versuche jetzt mal Aufklärung zu liefern, die braucht aber wieder ihre 15 Sekunden. Deswegen haben wir jetzt davon nichts. Ist auch toll. Ja, die kannst du jetzt im Prinzip auch reparieren, die mittleren. Ja, ich bin dabei. So, dafür gehe ich jetzt auf die schweren. Blitzex hat da was drauf gemacht, sehr gut. So, ein Versuch mit meinen. Oh, wir haben den Punkt oben verloren. Scheiße, da muss ich mal ran. So. Schön Bunkerbrecher, damit das schnell geht. Das Stadtzentrum ist auch wichtig, da müssen wir mal gucken, dass wir da rankommen. Ich versuch's. Aber Artillerie, ja, hält sich da. Ich kann ja sonst mal eine Ari holen. Habe ich schon wieder alles verloren oder was? Verstärkung in Forschungseinrichtung ist in russischer Hand. Bastian, soll ich zu dir vorrücken oder was? Wegen der. Wegen bei den schweren erstmal nicht, nee. Aber zu dem Punkt da oben im Norden kannst du schon mal vorrücken, wo der mittlere Panzer steht. Ja, okay. Ist jetzt die andere mit durch den Rauch weggemacht? Das ist ja komisch. Der Rathausplatz gehört uns. Oh, ich hoffe nicht, ich habe dich getroffen, Markus. Mit dem Bunkerbrecher. Ach, guck mal hier, das gab ja Geländedeformation hier. Krass. Irgendwo ist doch hier Infanterie vom Feind. Oh, so, der eine schwere Panzer braucht Reparatur. Ich komme. Oh, ich bin gerade selber angeditscht. Ja, der schwere Panzer bräuchte sie eher. Ja, ich komme, aber da wird schon gerade wieder eine Riesenbombe geworfen. Okay, jetzt braucht keiner mehr Reparatur. Ja, siehst du? Auftrag erfüllt, Sir. Gut. Warten wir mal, bis wir Punkte haben. Hilfsbrücke.
Haben wir noch? Eingeflogener leichter Panzer können wir noch holen. Transporter. Das bringt alle relativ wenig. Der Strand ist nicht mehr sicher. Der Strand ist nicht mehr sicher, du Scherzkind. Okay, das heißt, ich habe Verluste? Schon wieder? Ich schicke dir mein Reparaturfahrzeug, ist ja sowieso alles im Arsch hier. Ihre Verstärkung ist jetzt im Kampf geschehen. Ja, ist ja schön. Kann ich mir jetzt eine neue holen? Ach, das dauert wieder. Okay. Wo fährt der hin? Ja, bis das Transportflugzeug wieder da ist, dauert eine Weile, das stimmt. Mhm. Ich kann einfach nur jetzt Taktikänderung wäre, alles an Reparierfahrzeugen, was ich kriegen kann, die zu schicken. Also, die halten ja nicht lang durch. Nee. Ja, vor allen Dingen, das Blöde ist halt, das Einnehmen mit den Panzern, das ist Selbstmord, ne? Das ist wirklich komplett Selbstmord. Alles ist hier Selbstmord. Naja, wir sind aber auch ein bisschen dämlich, weil wir dieselbe Strategie immer wieder machen. Wir sollten vielleicht mal versuchen, während er links vorprescht, rechts auszubrechen oder sowas. Ja gut, dann nimmt er sich halt die... Guck mal, hier ist Artillerie, die du treffen kannst, ganz oben. Ich hab da Infanterie, die leider nichts machen kann. Ja. Aber ich kann bis dahin nicht schießen, warum? Dann müsste ich runterfahren aus dem... Also in... Ich versuche mal ein bisschen vorzurücken, aber das wird nicht gut werden. Das ist halt vom Spieler, ne, vom Geschichtsbild her, ist auf jeden Fall einfach ein absoluter Meatgrinder. Das lernt man über den Dritten Weltkrieg. Ja, das stimmt. Schön genebelt. So. Hoffentlich ist die Ari da noch. Halt nur, die kommen gleich mit ihrer Artillerie um die Ecke. Aber jetzt haben wir jetzt mal Artillerie, das ist auch gut. Immer dieser vorwurfsvolle Ton, ich fühle mich schon wie Bannon. Wir müssen uns zurückziehen. Ich schicke die Panzer jetzt mal nach Osten, da durch die Stadt. Siehst du, da kam schon wieder so ein Ding, ich wusste es. Die kommen sofort angehüpft hier mit ihren... Markus, kannst du mal auf dem Hügel oben aufklären, ob ich die Artillerie getroffen habe da oben? Ja, ich glaube, die ist erwischt. Okay. Dann sag mir, wohin als nächstes. In der Mitte ist wir ein Zentralangriff und ich kann den nicht abwehren. Ich versuche mal in der Mitte das ein bisschen zu unterstützen, dass wir das abwehren. Ich schick meine Panzer mal hin. Meine Einheiten sind eingetroffen, brauchen Befehle, ja. Lass uns doch mal einen Push machen. Gleich geht meine Artillerie runter, Vorsicht. Lass uns mal versuchen, Push in der Mitte zu machen. Der Supermarkt ist jetzt amerikanisches Territorium. Oh, kommt schon wieder Arti, ich kotze im Strahl. Muss ich halt wieder vorrücken. Wenn nichts übrig bleibt, der Panzer ist halb kaputt, na schön. Ihr wisst, dass der Reparaturpanzer hat so eine Spezialfähigkeit, die so einen Reparaturboost gibt, ne? Ja, ich weiß. Aber ich komme meistens gar nicht dazu, die ist halt wirklich sehr schwach gepanzert. Die Ari lebt noch, siehst du? Ich feuere auf verbündete Einheiten. Wo, was mache ich da? Wo? Genau, reparieren wir den Schweren. Sie sind schon wieder am Arti schießen. Wieder weiterfahren. Und der nächste Panzer ist halb kaputt. Yay. Wo ist denn die Ari? Ich weiß es nicht. Die hat von hier hinten von dem Lagerhaus irgendwie ausgefeuert oder so. Ja, den hat er sich auch genommen. So, den anderen noch kurz und dann kann ich wieder weiter. Oh, hallo. So, jetzt müssen wir mal. Ich mach gerade einen Push oben rechts. Ist ja okay, gut. Wenn die. Ich werde das decken, ablenkt. Wenn sie mich heilen lassen. Der Strand ist nicht mehr sicher. Ich räume. Na los, mach den platt. Jawohl. Ach, das, ja. Ich muss hier weg. Ich habe nichts getroffen, Ende. Ja.
Ja gut, dann versuche ich halt nochmal eine Artillerie zu holen. Ich... Haben Sie Koordinaten, die Angriff! 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 Wir gewinnen. Ja, natürlich. Haben Sie Koordinaten für uns? Kommt wieder eine Arti und zerstört meinen Schwerpanzer, ey. Das ist doch echt unmöglich, das alles zu micromanagen hier in der Kürze der Zeit. Weil ohne Einnahme von Punkten geht's halt nicht. Kann ja nun nicht immer nur im Block auffahren, das ist ja noch schwieriger. Du wirkst so frustriert, ich finde, wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Ja, im Anbetracht der Umstände ja, aber ich finde das immer so schade. Also ich bin so ein Spieler, ich trauere jeder Einheit hinterher. Das ist wirklich so. Ja, das stimmt, das ist tatsächlich auch bei mir so ein... Ich weiß noch, Sudden Strike hat bei mir zum Beispiel endlos gedauert, weil ich immer versucht habe, möglichst viele Einheiten durchzukriegen. Das war eine knappe Nummer. Wie haben wir das denn noch gedreht? Das war knapp. Ihr alten Cheater, wie haben wir das denn noch gedreht? Ja, Dr. Tour, das ist auch der Grund, warum ich bei SC2 so reluctant, so zögerlich bin. Weil ich das schon ahne. Bei SC2? Welches meinst du jetzt? SD2, Steel Division. Oder allgemein Steel Division, weil man da ja auch immer Einheiten verlieren muss und ich trauere wirklich jede Einheit hinterher. Das ist leider so eine Eigenart von mir. Liebe Leute, aber ich muss mich jetzt auch langsam mal vom Acker machen hier. Jetzt ist auch die Map Rotation durch, also wir sind jetzt wieder in Seattle. Perfekt. Das passt. Ja, das wunderbar. War aber sehr spannend mit euch. Vielen, vielen Dank, dass wir es mal gemacht haben zusammen. Gerne. Es war ja ein Experiment, auch so ein bisschen mehr über Dinge zu quatschen, die nicht nur spielimmanent sind sozusagen. Mhm. Ja, hat mich sehr gefreut und dann wünsche ich dir eine angenehme Nacht und war schön, dass du dabei warst. Ja, mich sehr gefreut, waren interessante Punkte, die wir auch ansprechen konnten heute Abend und ich glaube, wir konnten vielleicht dem ein oder anderen oder der ein oder anderen Zuschauerin noch ein paar, ja, weiß ich nicht, Anregungen geben, Perspektiven. Vielleicht hat der ein oder andere Zuschauer Lust, sich das selber mal anzuschauen. Also ich fand das anregend. Ich habe jetzt auch schon wieder Lust, irgendwie diese Kampagne zu spielen, nur um mich mal wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, wie denn das alles so war. Also ich kann sehr empfehlen, die Kampagne zu spielen. Die ist wirklich großartig inszeniert und ich finde halt auch spielmechanisch genial gemacht. Gerade mit dieser Befestigung von diesen Punkten und den kleinen Einheitenkontingenten, die man da hat. Und es ist halt eine sehr persönliche, wenn man so will, Company of Heroes Geschichte, die da von den Einheiten erzählt wird, aber halt in einem ganz anderen Setting. Ja, und vielleicht haben wir ja auch nochmal irgendwann Gelegenheit, einen Multiplayer-Server vollzukriegen, ne? Also, dass wir vielleicht mit der Community zusammen mal zu 8... Also genau, das kann ich mal gucken. Ja, dann könnten wir das mal wieder ein bisschen lockerer angehen lassen, nicht so viel Leute belabern mit Geschichte, aber... Tatsächlich fand ich das mal ganz schön. Das ist anregend. Ja, ich bin jetzt auch motiviert, den Victoria 2 Stream irgendwie mal anzugehen. Ja, toll. Mhm. Was haben wir denn in der Pipeline? Vielleicht können wir das am Ende nochmal sagen, bevor ich irgendwas vergesse, was als nächstes so in die Pipeline kommt. Du meinst jetzt streamtechnisch? Ja, haben wir dann nicht schon, wir hatten mal gesagt, Humankind sollte auch mal irgendwann kommen. Ich weiß nicht, ob die Kollegin noch ja, genau, ist. Die Stefanie ist ja noch bei uns. Sie hat mir empfohlen, darf ich das so sagen? Ich hoffe, ich klappere jetzt nichts aus. Also momentan gibt es ja offensichtlich noch Probleme im Multiplayer von Humankind und das wird wohl irgendwo Richtung Ende des Jahres, ich weiß es ja nicht genau, wann der große Patch kommt, der das dann hoffentlich lösen wird. Und dann wäre es auch angesagt, also einen Multiplayer anzupeilen. Also wann das genau kommt, müssen wir mal gucken. Aber angedacht ist es auf jeden Fall. Also die Vorplanung läuft schon. Genau. Ja, und wir haben natürlich noch einen Speicherstand Civ 6 oder von Crusader Kings oder von Valheim. Das können wir natürlich auch immer wieder mal aufgreifen, die wir schon angefangen hatten im Multiplayer. Genau. Also genau, Podcast zum Beispiel, meinte ich, ja? Was? Ja, Stefanie sagt gerade im Stream, hoffentlich bald mit dem Patch, es ist aber schwer vorherzusagen. Also müssen wir einfach mal gucken, dass wir das spontan dann organisieren oder so. Ja, wir freuen uns ja auch darauf, weil wir wollten das ja ursprünglich eigentlich im Kontrast machen zu Civilization. Und ich bin ja hin und als alter Civilization-Spieler bin ich jetzt aber auch hin und weg von Humankind. Ich finde, das hat großartige Neuerungen gebracht. Also legt euch ins Zeug, wir sind interessiert. Wir freuen uns sehr, wenn es dann fertig ist. Und an der Podcast-Front, was gibt es da als nächstes zu hören? Weißt du das schon? Ja, wir hatten Jan
nee, ich glaube, Nico Huss hat den aufgenommen, Jan hat den irgendwie schon hochgeladen. Also es gibt eine dritte Folge, die bereits auf Anchor und Co. schon liegt. Wann die genau erscheinen soll, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber da geht es, glaube ich, um Artefakte in Spielen, Quellen und ich glaube um Archeogaming, so diesen ganzen Themenkomplex. Okay. Was genaueres weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Aber die Folge ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob da noch eine Beschreibung fehlt, also viel ist es nicht mehr. Die wird also wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Und ansonsten müssen wir mal gucken, was jetzt noch als nächstes dann ansteht. Humankind hatten wir dann ja auch einen Podcast zu geplant, aber auch das wollten wir dann ja verknüpfen irgendwie mit der Multiplayer-Runde, dass es zeitlich ein bisschen vielleicht in Richtung Umschwung des Jahres kommt oder so. Und sehr schön vielleicht nochmal für uns alle, The Cat and Nine Tails schreibt bei uns im Chat, also ich bin definitiv für ein solches Stream-Programm. Es ist interessant, solche geschichtswissenschaftliche Perspektive auf das Spiel auch mal zu diskutieren. Und es ist schön, Streams zu haben, die nicht immer nur Spielkommentar sind. Das ist ja auch genau unser Anliegen. Freut mich sehr, dass das getroffen hat. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst, dass ihr dabei wart. Markus, möchtest du auch noch was sagen? Oder bist du gerade beschäftigt, schon mit Discord wieder? Nö, mir ist noch was eingefallen zu tippen. Aber nö, ich fand es auch sehr schön, angenehm zu reden. Ich finde auch, wir sind ziemlich gut reingekommen nach dem ersten technischen Hickhack. Ja, das tut mir auch leid. Und auch dafür, ach, das fand ich gar nicht schlimm. Und ich fand auch, vor allem, ich fand es auch erstaunlich gut dafür, dass wir parallel, vor allem ihr beiden noch parallel gespielt habt, fand ich das eigentlich auch einen sehr routinierten Gesprächsverlauf. Ja, freut mich. Und wenn es gut ankam, kann man das ja mal wiederholen. Ihr wart auf jeden Fall sehr, sehr angenehme Gesprächspartner. Ich hoffe, wir haben den Zuschauerinnen und Zuschauern auch ein bisschen was geboten. Und ja, wir haben eigentlich alles an Themen so ziemlich abgehandelt. Zur Branche und so sind wir jetzt nicht mehr gekommen. Also nur noch mal ein bisschen. Aber das muss ja auch nicht sein. Wir können das bei Gelegenheit ja mal wiederholen. Und vor allem kann ich ja auch nur diejenigen, die zugeschaut haben, animieren. Wenn ihr Interesse an Geschichte habt, wenn ihr Bock darüber habt, auch selber was zu tun und selber meinetwegen im Bereich Videospielen interessiert seid, auch was zu schreiben, schreiben zu lernen, vielleicht später studieren wollt oder selber schon studiert, stoßt gern zu uns, nehmt Kontakt zu uns auf im Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. Und dann würde ich für heute auch sagen, machen wir für heute Schluss. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mhm. Von mir auch. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss. Guten Nacht. Tschüss. Bis bald. Ciao.